willkommen zu den Marburger Farmspielen. Heute zeige ich euch eine Figur, die aus mehreren Figuren besteht und ja, schaut einfach mal zu. Wir nehmen wieder die Grundstellung ein, das heißt die Daumen kommen in unseren Faden und die kleinen Finger kommen in den Faden und wir sehen wieder die Innenschnüre in der Handinnenseite liegen. Jetzt gehe ich mit dem rechten Zeigefinger unter das Band in der linken Innenhand und ziehe die Schnur gerade. Und jetzt gehe ich mit dem linken Zeigefinger unter das Band, die Innenhandschnur der rechten Hand und spanne beide. Jetzt kommt der kniffligste Teil und zwar gehe ich mit dem Daumen, ohne die Fäden zu verlieren, über diese ersten beiden Fäden hinweg, die hinter dem Daumen liegen und gehe mit dem Daumen unter den Faden, der zwischen dem Zeigefinger und Mittelfinger liegt. Dann spanne ich die Daumen und ziehe das Ganze gerade. Alles bleibt immer schön auf Spannung. So, jetzt muss ich versuchen, diesen ersten Faden über meine Daumen zu bekommen. Das mache ich mit Hilfe meiner Zähne. Ich nehme also meinen eigenen Faden mal kurz zwischen die Zähne und ziehe den über die Daumen. Als nächstes muss ich die kleinen Finger unten aus dem Seil lösen. Aus unserer Tasse Tee wird ein Segelschiff auf hoher See. Dann nehme ich die Daumen raus und ziehe die Zeigefinger nach unten und habe den Leuchtturm am Strand. Dann ziehe ich die Zeigefinger wieder schön weit nach außen und habe den Klang der Vögel im Schrank. Jetzt lasse ich das Ganze mit den Zähnen los und ihr seht, ich habe einen Wurstzipfel am Band. Und wenn ich jetzt einmal ziehe, mein Zauberband. Viel Spaß beim Üben. Das war die Tasse Tee.